Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu noch einem Platin-Tutorial. Die Challenge-Mode und von Baseball ist das jetzt. Wir haben ja Baseball schon platiniert, aber das ist jetzt die Challenge-Mode. Die ist wesentlich schneller, ich zeige euch das mal. Da kommen hier so Buchstaben, seht ihr, die werden hier abgehakt und hier muss man dann halt den Ball fangen und die werden dann halt, die sind schon ziemlich schnell, die werden jetzt hier natürlich dementsprechend auch schneller. Und man braucht 15 Bälle. Zeige euch gleich mal hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, 13 Bälle brauchen wir nur. Okay. Ich habe mich geirrt. 13 Bälle. So. Und um uns das jetzt ein bisschen einfacher zu machen, drücken wir jetzt hier einfach auf den Controller, Steuerkreuz nach links und X. Und dann fängt das jetzt hier auch an. Und so bleibt das dann jetzt. Ist jetzt für euch ein bisschen langweilig, weil die Bälle halt hoch und so sind und ja, sind jetzt nicht mehr so schnell. Ihr seht, die Buchstaben gehen da weg. Ich muss nur einfach abwarten. Ja, seht ihr. So, schon bei 4. Und jetzt werden die Trophäen wieder reinfliegen, wie es equat. Weil für jeden Ball, den wir jetzt fangen, gibt es jetzt eine Trophäe. Und am Ende dann halt natürlich Platin. Das mit den langsamen Bällen funktioniert beim normalen Baseballspiel leider nicht. Da müsst ihr wirklich hin und her hetzen. Aber das ist schaffbar, weil ich habe bis jetzt auch bei jedem davon den Platin gemacht. Also solltet ihr das auch schaffen. Nur noch 3. Weil den Challenge-Mode, den hatte ich nämlich nicht auf dem Schirm. Der ist mir untergegangen. Da habe ich gedacht, das ist ein und dasselbe. Und das andere, was ich vorhin gemacht habe, mit dem Springen, also mit dem nach oben springen und so, wo der Basketball ihn nicht treffen darf oder die Bälle ihn nicht treffen dürfen, das habe ich heute erst gesehen. Also vorhin. Und da haben wir Platin. Schließen. Können die dann natürlich auch gleich löschen. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Trophäen. Und das ist nicht wirklich synchronisieren. Und wir haben zwei neue Trophäen, also die von eben und jetzt die mit dem Baseball. Hier und haben wir jetzt insgesamt 66 Platin. Also wirklich ganz easy machbar. Bei den meisten kannst du, da gibt es immer irgendwie einen Trick. Bei einigen nicht, aber eigentlich beim überwiegenden Teil. Und jedes Spiel kostet 99 Cent. Ich werde die euch verlinken. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht, eine schnelle Platin zu machen. Ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, da kommen jetzt noch weitere Spiele von denen, jede Woche irgendwie Spiele. Da geht uns das Futter nicht aus.
Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin.